Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rustler. Ja, wir wollten jetzt auch mit der Quest hier weitergehen. Ich bin's, euer Max Deus und in Vino Veritas. Schauen wir uns mal an. Ich glaube, wir vergessen da etwas. Hey, sollten wir uns heute nicht für das Turnier anmelden? Scheiße. Ja, dann schnell los, ne? Komm, Buddy. Komm. Dann melden wir uns mal schnell an. Kohlen haben wir genug, auf jeden Fall. Und aus dem Weg. Meine Straßen. So, da wären wir. Und hey, wir wollen uns eintragen. Gerade noch geschafft. Wir schließen gerade die Registrierung ab. Der erste Teil des Turniers beginnt morgen. Wir empfehlen, sich gut auszuruhen, um in bestmöglicher Form zu sein. Okay, geil. Schließlich bist du doch noch ein guter Schwertkämpfer geworden. Ich denke, dass du es schaffen könntest. Alter. Trotzdem sollten wir wahrscheinlich zuerst deine Mitbewerber schwächen. Zum Glück kennen wir beide genau den richtigen Mann für einige Klassiker auf diesem Bereich. Alkohol mit Schuss? Gepanschter Alkohol. Kein Tag älter. So. Besuch den Kräuterkenner. Wohin haut jetzt bei dir? Ja, dann suchen wir mal den Kräuterkenner. Wo auch immer der ist. Ist das nicht der von der Nebenquest, die wir vor kurzem noch gemacht hatten? Ich glaube, das ist genau der. Muss genau der sein, auf jeden Fall. Ja, das muss der sein. Was passiert? Oh, hallo. Wir testen die neuesten Kräuter-Tees. Aha, das ist Alkohol mit Unkrautgeschmack, nicht wahr? Ist es wirklich nötig, danach zu fragen? Perfekt, schau mal. Wenn du das Ding wirklich gut testen willst, ich kenne eine Gruppe, die gerade im Begriff ist, die Sau rauszulassen. Ich werde nicht Nein zu einer Gruppe potenzieller neuer Käufer sagen. Nimm dir, was du brauchst, ich habe keine Fragen mehr. Aber geh vorsichtig damit um. Hörst du? Es ist echt zerbrechliches Zeug. Zeig den Wagen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keine Fahndung wegen dem da. Wir haben eine Quest. Okay. Nimm den Wagen zum Turniergelände, versuche ihn nicht zu flott zu fahren. Ja, ich gebe mein Bestes. So. Ja, wir fahren hier einfach wieder durch. Einfach querfeld ein, machen nichts kaputt. So. Hufeisen. Wir haben noch ein Hufeisen gefunden. Jo. Ein Skillpunkt erhalten. 15 von 20. Nice. 5 noch. Ob wir die auch noch finden werden? Bin ich gespannt. So. Dann spielen wir ein bisschen Musik. Wir sind schon gleich da, ja. What? Hallo, du kannst hier nicht mit deinem eigenen Alkohol reinspazieren. Ich muss die Wachen ablenken. Finde und miete einen Baden. Okay, dann Baden suchen. Barde, Barde, Barde. Ah, da haben wir einen. Wie mietet man den? Gott sei Dank, ich bin betrunken.
Aber wie geil auf einmal die Musik wird. Boah, da muss ich mal ein bisschen reinhören. Musik ist schon geil da mit dem Wagen. Dies ist allen fleißigen Wachen gewidmet. Meine ritterlichen Kameraden, möchtet ihr euch nicht an einen feinen Alkohol erfrischen? Ja, gerne. Ja, bitte. Die scheinen hier fermentierte Katzenpisse anstelle von Bier zu servieren. Drücke E, um Alkohol zu servieren. Sei schnell, bevor sie erkennen, wie stark er überhaupt ist. So, dann machen wir mal hier. Da unten ist schon der erste. So, darf ich jetzt warten, nach einem anderen Glas zu fragen? Nö. Da ist schon der nächste. Nice. Rieche ich dort einen Hauch Aprikose? Exquisit. Verfressen. Wunderbarer Nachgeschmack, ja. Und den letzten schnell. Großartig, großartig. Warum ist bei mir jetzt am Bildschirm ein bisschen grüner geworden? Hab ich auch mitgesoffen oder was? Was reiten? Ich mache einen Salto. Glatzkopf, ich werde dieses Turnier gewinnen. Warte nur ab. Ich bin der kräftigste, blödeste Typ in der ganzen Gilde. Bitch, komm schon. Ich wette, du kannst nicht einmal ein Pferd tanken. Oh, ist das gut? So, halt mal mein Bier. Legendärster Spruch, halt mal mein Bier. Ich bin soweit, komm. Zu mir, Bruder. Steig auf ein sehr schweres Pferd und genieße ein wenig Trunkenheit am Steuer. Sehr schweres Pferd? Okay. Trunkenheit am Steuer. Da haben wir eins. So. Reitet Sir Roderick um Raumgeschwindigkeit. Na, warte. Was ist mit dem? Warum kann ich den nicht... Hallo? Hä? Ich reite jetzt nur geradeaus und der macht seine eigenen Bewegungen. Seht ihr das? Ich drücke nur geradeaus. Ist das meine Milz? Das ist Mist, ich habe das schon in der Tasche, da kein Pfeil mich erreichen kann. Übertrefft das mal, ihr Trottel. Blödsinn, ihr seid ein beschissener Künstler, Sir. Wie auch immer euer Name war, Sir. 1, 2, ein Goldstück, sagt es so. Du bereitest dich auf die Zahlung vor, weil du so aufgedreht bist. Stell Sir Williams verrückte Fähigkeit zu ablenken von Bolzen auf die Probe. Okay. Muss ich auf ihn jetzt ballern, oder wie? Was ist das? Hä? Ich drücke gar nichts. Außer zielen. Wo ist denn der jetzt? Hallo Darkness, my old friend. Sonst noch jemand, Jungs? Irgendwelche anderen beschissenen Anklagen? Nein? Ich denke, sie sind nett. Sie sind irgendwie betrunken, Sir Guy. Was für eine Schande. So, einer auf den Weg. Boah, geile Mission. So, ich drücke gerade gar nichts. Der ist selber da am Schwanken. Ich drücke nichts. Der schwankt hier selber. kaum halten hier. Aber wir haben wieder 5 Upgrade-Punkte. Was können wir uns nehmen? Nur das hier nehmen gerade. Dann nehmen wir das. So. Bis wir das Spiel durch haben, haben wir bestimmt alles schon freigeschaltet. Wieder eine volle Rüstung. Können wir wieder nüchtern werden? Müssen wir das abwarten, oder?
Ich finde das lustig, wie er sich da am Schwanken ist. Kaum gerade stehen bleiben kann. Okay, Hacken Slash. Meine Damen und Herren, dies hat sich bereits als Wettbewerb der Überraschung erwiesen. Aufgrund von Bein- und Armbrüchen wurden einige Teilnehmer bereits beim Turnier ausgeschlossen. Trotzdem startet der erste Wettbewerb planmäßig. Die Regeln sind einfach. Alle kämpfen in Sperrduellen gegeneinander. Du musst 3 Kämpfe mit bloßen Gegnern gewinnen, um zur nächsten Stufe des Turniers zu gelangen. Apropos, hier ist die. Unsere schöne Prinzessin. Bereit, den Teilnehmern ihren Segen zu schenken. Wie auch immer, mach doch. Nimm mal eine Dame. Was? Viel Glück beim Spielen mit dem Schwert an. Yippie! Kann ich jetzt gehen? Bei unserem ersten Kampf steht sich Sir Roderick, der Sohn von Robert, und Sir Guy, den Sohn von Gaylord, gegenüber. Bitte nicht so laut, mein Kopf. Leid, Diktatoren, oder? Start. So. Bereite dich vor. Komm, komm her. Aua. Klarer vernichtet seinen Gegner auf spektakuläre Weise. Nice. Es wird immer spannender. Jetzt kommen Sir Galahad und Sir Guy. Ich denke, ich werde kotzen. Oh, warte. Start. Bereite dich vor. Komm her, komm. Aua. Aua, meine Rüstung. Oh. Boom, es ist Sir Dicey. Nice. Die meisten heutigen Kämpfe sind etwas langsam und voller Kotzanfälle. Aber es ist immer aufregend, den wilden Sir Guy zu beobachten. Der letzte Kampf wird mit Sir Herb sein. Ja, Mann, Herb. Oh, sorry, mein Fehler. Es wird mit Sir Gavin kämpfen, der sich übrigens immer noch fragt, ob jemand etwas gegen Kopfschmerzen hat. Oh, meine Existenz ist Schmerz. Und so die Pointe. Start. Immerhin haben wir wieder die Rüstung. Nice. Aua. Komm her, komm. Dies war unser letzter Kampf. Sir Guy rückt mit 7 anderen tapferen Rittern auf die nächste Stufe vor. Gut gemacht, Mann. Der nächste Wettkampf ist ein Lanzenstechen. Also brauchen wir eine gute Rüstung und ein noch besseres Pferd. Triff mich später. Ich werde versuchen, Herb zu folgen. Okay, Quest abgeschlossen. So, wir haben hier eine Quest und da eine Quest. Jetzt sagen wir, machen aber das mit Herb. Wahrscheinlich ist das die da unten. Dann suchen wir mal Herb auf. Beziehungsweise Buddy. Ich will den hier jetzt. Thank God, little man. Put that shit in my hand. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Ja, Leute, vergesst das nicht. Hä? Wieder abgehauen oder was? Thank God, little man. Du kommst mit. Aber geil von dem. Ah, da haben wir unser Radio. Da warte. Unser Fahrradio, unser Pferd. Ah, mit. Hier, jetzt funktioniert das mit Radiosender wechseln, richtig. Was hat er noch für Songs drauf? Ja, die Boxe. Hm?
Ja, Mann, haben wir unser Lied. Da haben wir unser Lied. Ein Held, den diese Stadt verdient. Alter, ich habe die perfekte Rüstung für deinen mageren Arsch gefunden. Schon mal was von der Eisernen Dame gehört? Jetzt? Echt? Ich hatte schon mit 3 Jahren Albträume von diesem verfickten Ding. Nein, nicht die Eiserne Jungfrau. Die Eiserne Dame. Sie ist wie ein herumirrender Ritter. Eine Frau in einer großen eisernen Rüstung, die Verbrechen auf der Straße bekämpft. Und all das Unrecht und die ganze Scheiße um uns herum wieder gerade biegt. Niemand kennt ihre wahre Identität. Aber es heißt, sie sei nur eine einfache Magd am Hofe eines Adligen. Und sie wird einfach so ihre Rüstung ausleihen? Natürlich nicht. Du musst sie ihr abnehmen. Wie finde ich sie? Nun, es ist vielleicht eine seltsame Lösung. Aber es gibt einen Mann, der uns vielleicht helfen könnte. Wir nennen ihn Captain Middle-Age. Ich kann nicht sagen, ob es nur ein Wortspiel ist oder doch ein Anhaltspunkt zu seinem Selbstverständnis. Du wirst es früh genug herausfinden. Ich habe bereits ein Treffen vereinbart, also mach dich an die Arbeit. Noch eine Sache, der Typ hat vielleicht ein bisschen Stress mit Anwälten. Bleib also auf deinem Weg schön sauber, in Ordnung? Okay, Trip Captain Middle Age. Kommt back auf. Jetzt haben wir ununterbrochen hier Musik, das ist geil. Den behalten wir jetzt. Wir nehmen immer einen Baden mit ab jetzt. Wir müssen hier irgendwo hin. Aus dem Weg. Aua. Vielleicht hier rein. Noch ein Hufeisen! Rechts hat man 20 Hufeisen gesammelt. Ja, Mann! Wie war das hier? Seltsam. Ist das der? Oh, Junge, du bist wirklich hier. Wie geht es dir, du Ganove? Wie gefallen dir meine Bauchmuskeln und mein cooles Pferd? Ich bin kein Knacker im fortgeschrittenen Alter, der im Leben nichts getan hat. Verstanden? Verstanden? Haha, jedenfalls bist du Guy. Der Guy. Willst du meine Höhle sehen? Ich habe all diese teuren Foltermaschinen und coolen Bildchen mit Chicks, die ihre Knöchel zeigen. Alter, konzentrier dich. Die eiserne Dame. Oh, richtig. Ja, sorry. Ich bin so etwas wie ihr Erzfeind. Verstehst du? Sie mag ein Ritter sein, aber ich weiß, wie ich sie aus der Rüstung schmeißen kann. Stellen als erstes eins klar. Nichts rührt einen richtigen Ritter so gut wie die gute alte Ungerechtigkeit. Beginnen wir also damit. Schifte genug Chaos an, um das gewünschte Fahndungslevel 3 zu erreichen. Okay, dann müssen wir Scheiße bauen, ne? Da ist eine Wache. Da hinten. Ja. Also ist das dein Plan? Einfach nur die Kacke dampfen lassen? No, nun nein, naja, schon. Irgendwie aber nicht wirklich. Sie ist ein vielbeschäftigtes Mädchen. Es ist nicht so, dass sie überall zur gleichen Zeit sein kann. Verstehst du? Das ist voll cool. Ich meine, lass uns weitermachen. Ich werde dir schon sagen, was getan werden muss, wenn es soweit ist. Hm? Da haben wir wieder normale Schwerter. Hm. Da haben wir den nächste. Hey. Aua. Zweite Fahndung.
Und meine Rüstung ist wieder am Arsch. Aua. Ey. Wow, was war das denn jetzt? Was war das jetzt? Nein. Verpflichtung neu laden, komm. Das müssen wir diesmal schaffen. Oh, baden sind wir auch wieder los. Ja, komm. Ja, kennen wir alle schon. So, du kommst ja mit. Schon zwei. Dann kommt einer. Ja. So, wir müssen dritte Fahndung kriegen. Komm. Ich brauche noch mehr Waffen. Und der nächste. Give up, bastard. Ah, da kommt noch einer. Take the sword of justice. Ah, komm. Warum sind die jetzt so overpowered? Nur zwei Poliergold wieder ausgegeben. Toll. Ja, komm, dabei. Dann habe ich eine Idee. Lass mal lieber zum Marktplatz gehen. Da können wir auch genug Kisten kaputt machen. Um wieder Leben aufzusammeln. Irgendwo muss ein Marktplatz sein. So, hier haben wir Marktplatz. So, zwei Sterne. Ja, du sollst die Klappe halten. Ich habe keinen Bock jetzt. Da haben wir den nächsten. Aua. So, und dann ab zum Marktplatz. Ah, da haben wir wieder einen. Hm? Das wird ein bisschen zu brenzlig für meinen Geschmack. Sprich jetzt. Okay, sei ruhig. Es ist nicht so, als würde ich sie stalken oder so, aber es gibt dieses spezielle Signallicht in der Stadt, wenn Gefahr besteht. Rufen Sie damit die eiserne Dame um Hilfe. Also werden wir das auch tun. Signallicht? Moment, wieso haben Sie sie nicht bereits vorher benutzt? Keine Ahnung, normalerweise würde ich Waschtag sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Montag ist. Das war jetzt so unnötig, also... Ah, hier erstmal neue Rüstung kaufen. Warte auf mich, warte auf mich. Ja, du bist selber schuld, komm. Zu kämpfen. Ja, hierher. Warte auf mich, ja, ja. Du musst herkommen. Nein. Wow, du musst auch herkommen. Ja, das ist etwas wegen der Fahndung, warte. Holen wir eben schnell.
Ach nö. Ich muss Fahndung haben. Bin ich im Weg? Ja, ja, herkommen. Boah. Dessen KI ist dämlich. Läuft einfach weg. Ja. Da kommt er. So, jetzt haben wir wieder drei. So, und darüber. Ja, du musst herkommen. Ja, gleich habe ich keine Munition mehr. Ja, herkommen. Warte nur auf dich. Hör auf, gegen die Deppen da zu kämpfen. Komm einfach mit. Oh, was ist mit dem? Ja, komm. Ja, das ist genau das. Wir müssen das anzünden. Was macht diese Kuh hier? Eine Minute noch. Hast du etwas, um das Ding anzuzünden? So, den haben wir erledigt. So. Jo. Eliminiere dein Erfahrungslevel, lass dich nicht von deinen Verfolgern schnappen. Lass Captain Middle Age nicht sterben. Ja, herkommen, du Depp. So, erst dann sind wir los. Ja, du sollst auch nicht da hinten kämpfen, du sollst mitkommen. Ein Held, den diese Stadt verdient. Eine Anspielung auf Batman ist das nicht, oder doch? Hatten wir auch irgendwas wegen der Fahndung. Genau da hinten. So. Du hast genug Chaos, um das Punk-Level 4 zu erreichen. Was? Ich muss 4 erreichen? Ach nö. Und ich habe einen weggemacht. Musik. Fahndungslevel 4, wie erreichen wir das jetzt? Wir haben keinen Panzer. Die Wachen kommen nicht. Komm, komm. Komm, Dickerchen. Die Bullen kommen nicht. Ist auf einmal so leer hier. Warte, ja, ja, du musst auch herkommen. Was ist mit dir? Ich hab nix nutz. Echt jetzt. Mhm.
sweat from a baboon's ball.